Hallo liebe Leute, ich bin's wieder einmal. Und zwar möchte ich euch den neuen Trend vorstellen. Und das ist mit den Magnetfarben. Mit den Magnetfarben arbeite ich im Moment von Cosmofem. Und ich wollte euch vorstellen, wie das den Effekt so herbringen kann. Dafür nehme ich jetzt ein Mustertipp und feile den mal grob. Der muss schön mattiert sein, dass es die Farbe auch schön annimmt. So, seht ihr die Differenz von da? So war der Tipp da, also der Dings. Und jetzt ist er mattiert. Wenn wir das anmattiert haben, dann nehme ich eben diese Metallic-Farbe und Magnetfarben kann man sagen. Das ist eine Magnetfarbe. Dann nehme ich die Farbe und trage es überall schön regelmäßig auf, dass es ganz schön überall gleichmäßig ist. Ich finde es super tolle Idee. Also ich finde, es sieht hammermäßig aus. Man kann sehr vieles machen. So. Nun habe ich die Farbe aufgetragen. Moment, vielleicht kann ich da ein bisschen mehr Licht machen, dann sieht man es noch viel besser. So. Also, danach haben wir da verschiedene Magnet-Schablonen, zum Beispiel die Streifen. Es hat noch diesen Muster. Und ich habe noch den Magnetstift. Mit dem Magnetstift kann man selber zeichnen, was man drauf will. Mit diesen hier bekommt man den Muster, wo da drauf ist. Okay. Ja, sorry, weil es so früh am Morgen ist, sind meine Hände leider nicht so ruhig, aber ich werde es probieren, so gut wie möglich. Also, nun nehmen wir den Mustertipp, ich nehme jetzt diese hier und lege es so nah wie möglich am Nagel. Nicht rankommen. Ups, ist mir leider schon passiert. Eba. Es ist im Prinzip eine einfache Sache, aber leider, weil man von unten nicht so sieht, wie weit dass man runtergeht, ja, kann halt mal sowas passieren. Ist aber nicht so tragisch. Es gibt ja schlimmere Sachen. So, jetzt probieren wir nochmal. Also, diese nehmen. Und auf den nassen Gel drauf heben. Und zwar, jetzt probiere ich mal von der Seite, dann sehe ich es besser, wie weit das ist. Und wie gesagt, nicht rankommen. So, geschafft. Jetzt seht ihr, Moment, vielleicht bringe ich da mehr Licht, dann sieht man es noch besser.
Seht ihr da die Muster, wo jetzt gekommen sind? So kommt es dann raus. Weil es hat Magnet im Gel und es hat diese sind magnetisiert und wenn man drauf geht, zieht es den Muster rein. Wenn wir das gemacht haben, werden wir es in die UV-Lampe austrocknen. Das mache ich schnell und komme gleich wieder zurück. So, jetzt damit ihr noch eine Variante sehen könnt, nehme ich nochmal eine andere Farbe. Wie am Anfang mattieren. So, voilà. Diesmal nehme ich etwas Gräuliches, eine andere Farbe. Was man natürlich auch machen kann, sind zweifarbig. Das kann man natürlich auch, wie man es gerne möchte. Jetzt mache ich mal einen ganzen mit der gleichen Farbe, damit wir auch sehen, wie es schlussendlich aussieht. So, okay. Diesmal denke ich, nehmen wir diese hier, damit ich wieder nicht am Tipp rankomme, mache ich wieder von der Seite und gehe auf nassem Gel so nah wie möglich. Und komme wieder retour. Und diesmal, seht ihr, hat es diesen Effekt. Und den tue ich jetzt auch unter die UV-Lampe austrocknen. In der Zwischenzeit ist diese natürlich auch fertig. Ich hoffe, ihr seht es trotz Licht. Das ist denn der Effekt, wo der Magnet gemacht hat. Sieht ganz toll aus, finde ich. Ganz toll, speziell. Also, wenn wir das gemacht haben, kommt natürlich das Übliche. Und danach dann versiegeln. Also, jetzt probiere ich nochmals nachher dann zwei Farben zu zeigen. Ich tue jetzt warten, bis die andere Lampe bis das andere ausgetrocknet ist und bin gleich wieder für euch da. So, also jetzt habe ich euch versprochen, ich mache mal zwei Farben parat. Nehme ich wieder den grauen. Und nehme
Dann diese Farbe. So. Jetzt seht ihr, ich hoffe, ihr seht das gut. Es sind zwei Farben. Das Graue und den Wieroten oder wie man sagen möchte. Nun nehme ich diese Form hier, diesen Magnet, und schaue wieder von der Seite, weil man darf wirklich, die Magnetschablone darf nicht auf den Gel kommen. Jetzt mache ich das wieder von der Seite aus. So. Und nun haben wir diesen Effekt. Ich hoffe, dass ihr trotzdem seht mit der Lampe. Ich weiß nicht, aber ich denke, man sollte es gut sehen. Und das härten wir wieder jetzt aus. Das ist jetzt den habe ich schon gemacht. Ich hoffe, ja, das ist ein bisschen mit dem Licht. Das ist jetzt versiegelt. Sieht ganz toll aus. Finde ich ganz toll. Nun warte, lasse ich den anderen aushärten und bin gleich wieder für euch zurück. Nun bin ich soweit, jetzt sind sie ausgehärtet, versiegelt, und wie man sieht, gab es diese drei verschiedene Muster. Und das bringt ihr einfach her mit Magnetfarben und die Magnetschablonen. Ganz eine tolle Idee, sieht schlicht aus. Ganz speziell, und das ist das Ergebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und ich freue mich auf einen Kommentar. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr es weiterleitet. Vielleicht ist jeder mal froh, eine Idee oder eine neue Idee zu sehen und ausprobieren. Ich danke euch vielmals und bis bald. Tschüss.